So, hallo liebe Freunde von YouTube und Facebook, hier ist wieder euer spiritueller Anarchist und heute möchte ich mal über das Thema sprechen, was passiert mit einem bösen Menschen nach seinem oder ihrem Tod, was hat ein böser Mensch zu erwarten. Ja, da bin ich gefragt worden, man hat mir gesagt, Jürgen, mach doch mal darüber ein Video, das würde mich sehr interessieren. Gibt es eine Hölle oder kommt so jemand in niedere Astralwelten? Wie läuft es ab, wenn der böse Mensch stirbt? Ja, also was ich wiedergebe, ist eben die Quintessenz aus allem spirituellen Wissen, aus den ganzen Büchern, Gesprächen mit Gott, Gesprächen mit Seth etc. Und auch meine Logik, ja, und auch den Wissen jetzt zum Beispiel von Marco Hümer über Astralreisen. Ich fasse das jetzt alles mal zusammen und schaue, dass ich da eben der Wahrheit am nächsten komme. Ja. Ist es ja so, erstmal müssen wir ja mal überlegen, warum sind wir überhaupt auf der Welt da? Was ist eigentlich der Sinn unseres Daseins? Und was ist eigentlich, ja, woher kommen wir überhaupt? Wer sind wir eigentlich? Ja, und es ist ja so, dass wir Lichtwesen sind, ja, unsere Seelen. Und wir sind momentan in einer physischen Welt, also wir sind verbunden mit dem Materialismus. Und was unsere Aufgabe ist eben, dass wir uns daran erinnern, wer wir sind, wo wir herkommen, dass wir Licht und Liebe sind, dass wir bedingungslose Liebe sind, dass wir also von der Göttlichkeit abstammen, beziehungsweise von Gott. Und dass das ganze Leben hier ein Lernprozess ist, um unser Bewusstsein zu erweitern und somit unsere Seele quasi zum Wachsen zu bringen, könnte man sagen, und sie mehr zur Göttlichkeit zu bringen, ja, näher der Göttlichkeit. Ja. Und jetzt gehen wir mal aus von einem Menschen, ich sage jetzt mal von einem richtig bösen Menschen, wo man auch wirklich auch nach dem Tod sagt, oh, was war das für ein schlimmer Mensch, der hat ja so viele Menschen schlecht behandelt. Ja, auch wenn jetzt der Mensch, sagen wir mal, auch gute Seiten hat, gehen wir mal davon aus, er hat sehr viel Böses gemacht. Ja, also so ein Mensch bzw. so eine Seele hat niedriges Bewusstsein, hat eben in der physischen Welt vergessen, wo sie herkommt und ja, deswegen hat sie sich vom Bösen, also zum Bösen quasi, wie soll man sagen, überwältigen lassen, kann man sagen. Ja, so, jetzt, und jetzt ist das so, was passiert mit der Seele nach dem Tod? Jetzt ist das so, Hölle macht eigentlich, wenn man mal logisch überlegt, gar keinen Sinn. Hölle oder ewige Verdammnis würde ja bedeuten, dass die Seele gar keine Möglichkeit mehr hat, sich weiterzuentwickeln. Gar keine Möglichkeit, aus den Fehlern quasi zu lernen, sich zu verbessern etc. Ja? Also macht Hölle überhaupt keinen Sinn. Gott, die Göttlichkeit, erzeugt keine Seelen oder schafft Seelen, um sie dann in die ewige Verdammnis zu schicken oder in die Hölle zu schicken. Wenn man mal genau überlegt, macht es gar keinen Sinn. Ja? Auch wenn jemand jetzt ganz schlimme Taten macht, also auch wie Massenmord, Vergewaltigung etc. Bei Neil Donald Walsh in Gespräche mit Gott sagt ja Gott, dass also der Neil, der hat ja, glaube ich, über 400 Inkarnationen schon gehabt. Und in der Zeit, in der Inkarnation war ja schon alles Massenmord, Vergewaltigung, alles Mögliche. Ja. Hätte man jetzt Neil Donald Walsh eigentlich zur Ewigkeit in die Hölle verdammen sollen, ja, also ich denke, nee, das macht keinen Sinn. Also man muss alle Erfahrungen machen. Also Vergewaltiger, selbst vergewaltigt und so weiter, auch schlimme Erfahrungen, leidvolle Erfahrungen, das alles bringt das Bewusstsein zu wachsen und ja, und das ist einfach das Ziel, ja. Das Ziel einer Seele ist Wachstum. Ja, so wie das Universum, das wächst ja auch und deswegen, das ist eigentlich der Sinn und Zweck des Daseins. Ja, also, was wird sein, wenn ein böser Mensch stirbt? Natürlich, erstmal wird er in seinem Astralkörper gehen, also wird seinen Körper verlassen, ja. Und dann wird eben das passieren, was auch, was man auf vielen von den vielen Nahtoderfahrungen weiß, dass dann der Tunnel kommt und die Seele dann zu dem Licht aufgeht, ja. Könnte sein, oder dass gleich der Seelenführer kommt und dann die Seele aufklärt, ja. Aber was auf jeden Fall passieren wird, ist, die Seele kommt wahrscheinlich erstmal wieder nach Hause, dort wo sie herkommen ist. Und dort wird dann der Seele des bösen Menschen dann diese ganzen Untaten vor Augen geführt. Also das Leben wird dann quasi zurückgespult, quasi. Und der böse, die Seele des bösen Menschen wird dann vor Augen geführt, was sie eigentlich den anderen Menschen angetan hat und wie das auf die anderen Menschen gewirkt hat. Und dann passiert Folgendes. Die Seele des bösen Menschen
wird sagen, sich sagen, mein Gott, was war ich für ein Arschloch. Ich habe ja vollkommen vergessen, wer ich bin und wo ich herkomme. Ja. Ach du lieber Gott, ja, bin ich unentwickelt. Ja. Und dann wird die Seele, also des bösen Menschen, selber darum bitten und sagen, hey Leute, gebt mir ein richtig hartes Leben. Ich möchte, dass sobald ich irgendwas Böses mache, sofort voll eins auf den Deckel bekomme, dass ich nie wieder mehr vergiss, wer ich bin und wo ich herkomme. Weil ihr müsst ja so sehen, die Seele ist ja dann quasi im Himmel. Erstmal geht es in den Himmel ein. Ja, das waren viele vielleicht denken, das gibt es nicht, der böse Mensch kann nicht in den Himmel eingehen. Nein, es ist wirklich so. Erst kommt die Seele nach Hause, ja, dort sieht sie dann, wer sie ist, also wird ich wieder eins mit ihrem höheren Selbst und sieht ja, wo sie herkommt und wer sie eigentlich ist, ja. Und sie hat ja quasi nur in der irdischen Welt quasi, in der physischen Welt quasi, das alles vergessen. Und das wird ihr dann bewusst und dann wird sie sagen, hey Leute, gebt mir einen harten Seelenplan, ich will wirklich ein hartes Leben, dass ich das nie wieder mehr vergesse. Ja? Also die Seele des bösen Menschen bittet selber drum um ein hartes Leben. Ja? Und genauso wird es dann passieren. Die Seele wird dann inkarnieren auf der Erde, nicht in der Hölle. Auf der Erde, weil es gibt keine Hölle. Es gibt auf der Erde auch zwischen, also verschiedene quasi mal Ebenen, also auch Ebenen, also man sagt es auch so, 7 Ebenen, sagt man der Spiritualität. Also auch tiefere Ebenen, höhere Ebenen und dort wird dann der böse, also die Seele des bösen Menschen in die tiefere Ebene dann inkarnieren müssen und dann muss sie sich dann wieder quasi hocharbeiten. Ihr wird auch gezeigt, also vorgeführt, was sie anderen Menschen angetan hat. Sie wird dann selber Opfer sein. Also wenn jetzt die Seele zum Beispiel jetzt eine Frau vergewaltigt hat, dann wird die Seele des bösen Menschen selber als Frau inkarnieren und dann selber vergewaltigt werden und muss dann wieder quasi mit dem Umgeher lernen zu vergeben. Ja, und nur so kommt sie dann hoch. Ja, also da gibt es dann so einen Seelenplan, dass er dann zum Beispiel so ein Mensch zum Beispiel auch, wenn er Gutes tut, auch nicht immer sofort belohnt wird. Darf aber dann trotzdem nichts Böses tun, weil sie dann sofort wieder eins auf den Deckel kriegt. Ja? Also und daraus quasi muss dann diese Seele dann lernen, ja, und ein guter Mensch werden und lieber öfters mal die andere Wange hinhalten, als jetzt sich dann irgendwie an andere Menschen dann quasi zu rächen oder zu vergehen etc. Ja. Das soll ja nicht heißen, dass man sich dann alles gefallen lassen muss, ja, sondern man kann sich auch wehren, aber nur dann wehren, eigentlich intelligent wehren, so dass man sagt, man bleibt auf dem Weg, auf dem man geht. Also man wird jetzt ein guter Mensch, aber man wird eine gute Seele und bleibt auf dem Weg. Und wenn dann jemand kommt und will einem dann quasi wieder von dem Weg abhalten, dass man dann einfach stur auf dem Weg bleibt. Ich sag mal so, das ist eigentlich die beste Art und Weise, sich zu wehren. Und so erlangt dann die Seele Schritt für Schritt wieder mehr Christusbewusstsein. Ja? Und das ist eigentlich das, was ich sage, was am logischsten ist. Ja? Also es ist absolut logisch. Und es ist einfach die Quintessenz von all dem Wissen, was ich jetzt habe in Sachen Spiritualität. Ja? Auch aus Gesprächen mit Gott etc. Ja? Also das wird auf jeden Fall auf einen bösen Menschen zukommen. Ja, ich würde auf jeden Fall verraten, sich von allem Bösen fernzuhalten. Ja, alle negativen Einflüsse. Ja, es geht auch bei negativer Musik los, Horrorfilme etc. Gewalt, Drogen, also dass man sich einfach von allen negativen Einflüssen fernhält, so gut es geht und jetzt schon versucht, also ein guter Mensch zu sein, weil dann hat man es immer nach dem Ableben dann leichter, ja, weil man kommt nur in höhere Ebenen, wenn man bedingungslose Liebe, Vergebung, das sind die wichtigsten Lektionen des Daseins hier und das muss man halt erkennen, ja. Okay, also wie gesagt, das ist so meine Meinung, meine Logik, was mir meine Logik sagt, mein Wissen sagt, ihr könnt andere Meinung sein, ja, gerne könnt ihr kommentieren. Also das war's mal soweit. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bitte teilt das Video, abonniert meinen Kanal, vergesst die Glocke nicht zu aktivieren, dass ihr immer auf dem neuesten Stand seid mit Videos. Und dann würde ich sagen, mal schönes Wochenende und bis zum nächsten Video. Bis bald.